Step 1. Mach den Rad mit rechts oder mit links. Step 2. Mach den Vorwärtsbogen entsprechend der anderen Richtung. Also wenn ihr das Rad mit links macht, den Vorwärtsbogen mit rechts. Step 3. Probiert, mitten im Rad im Handstand mit offenem Bein stehen zu bleiben. Step 4. Macht nun dieses Rad, aber probiert in der Mitte die Beine zu wechseln und gespreizt stehen zu bleiben. So sieht das von der anderen Seite aus. Step 5. Klettert nun an irgendeiner Wand hoch und spreizt die Beine. Dreht nun eure Beine, so dass ihr am Ende mit dem guten Bein den Vorwärtsbogen machen könnt. Step 6. Zieht nun das ganze Rad durch und probiert die Hände zu wechseln. Das klappt vielleicht nicht beim ersten Mal, aber mit mehr Versuchen schafft ihr das schon. Und so sieht das von der anderen Seite aus.